Das darf doch nicht wahr sein, der Ring. Scheiße. Du, sag mal, machst du deine Wäsche selbst? Clarissa, was machst du denn hier? Ach, ich hatte gerade eine Besprechung in der Nähe und ich dachte, vielleicht können wir noch ein Glas Wein zusammen trinken. Oder wolltest du etwa schon ins Bett? Du, um ehrlich zu sein, war es heute ein harter Tag und ich bin ziemlich müde. Naja, wenn man seine Wäsche auch selber machen muss. Nee, du kennst es doch, man kann sich heute nicht mehr aufs Personal verlassen. Dann wärst du nicht böse, wenn wir uns ein andermal auf ein Glas Wein zusammensetzen? Aber nein. Ich bin schon weg. Aber das da würde ich besser in die Reinigung geben. Ich werde gleich noch einmal diesen Tobias Stern treffen. Er scheint ernsthafte Kaufabsichten zu haben. Aha. Ja, er will sich heute noch den Keller und das Dachgeschoss ansehen. Ich verstehe zwar, dass du sauer bist, weil ich Friedenau verkaufen will, aber das ist doch wohl noch lange kein Grund, gleich den Ehering abzulegen. Der Ring? Du, den habe ich vorhin im Bad abgelegt. Wahrscheinlich habe ich ihn dort vergessen. Na, dann ist ja gut. Ja, ich gehe dann mal. Viel Spaß. Den werde ich haben, besonders wenn Stern den Kaufvertrag unterzeichnet. Also, was ich bisher gesehen habe, macht alles einen sehr guten Eindruck. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, die Keller sind in einem hervorragenden Zustand, gebaut für die Ewigkeit. Kein bisschen Feuchtigkeit, hier können Sie theoretisch Papier lagern. Am besten diese Haushaltsrollen, die sind wenigstens saugfähig. Was ist denn hier passiert? Wir müssen den Haupthahn absperren. Hallo, wir müssen sehen, wo das Wasser herkommt. Du weißt genau, wo es herkommt. Ich, woher soll ich denn das wissen? Das wirst du mir büßen. Hallo. Wo läuft er denn hin? Ich glaube, er kümmert sich um einen Installateur. Dieser Stern, es ist merkwürdig, dass sich ausgerechnet so ein Typ für Friedenau interessiert. Wieso? Ich habe ihn eher so in Richtung Luxuswohnung mit Whirlpool eingeschätzt. Vielleicht überlegt er sich ja noch mal anders und springt ab. Das glaube ich nicht. Dafür war das Interesse zu groß. Was ist denn eigentlich aus Ihrem Besuch bei Clarissa geworden? Oh, das war ganz aufschlussreich, obwohl es mich leider nicht weitergebracht hat. Sie hat indirekt zugegeben, dass sie mit dem Alten von Anstetten was hatte. Das hat sie tatsächlich? Oh ja, sie hat aber auch gesagt, dass mich das nicht weiterbringen würde. Ich glaube, sie hat gar nicht so unrecht. Was wir rausbekommen müssten, ist, wie Clarissa den alten Anstetten dazu gekriegt hat, ihr was zu vermachen. Das werden wir leider nicht mehr erfahren. Dieses Geheimnis hat er mit ins Grab genommen. Ach, zu dumm, dass es keinen gibt, der damals dabei war. Ich war zwar damals nicht sehr oft hier, aber ich glaube, da gab es einen Vertrauten bei dem Alten von Anstetten. Der hieß George, war der Butler von ihm. Er wusste über alles Bescheid. Ja, es war ein sehr feiner, älterer Herr. Wahrscheinlich hat er auch schon ins Gras gebissen. Es wäre zumindest ein Versuch wert, ihn ausfindig zu machen. Ja, George. Wir fragen George. Also wenn es einer weiß, dann der. Na, dann hoffen wir nur, dass der gute George den lieben August nicht schon da oben bedient. Tut mir leid, aber dass der Keller unter Wasser steht, das habe ich nicht wissen können. Natürlich. Wasserrohrbrüche passieren immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Ich versichere Ihnen, bis gestern war hier noch alles trocken. Das kann gut sein, nur Sie müssen auch mich verstehen, dass ich mich angesichts eines solchen Schadens nicht sofort entscheiden kann. Wenn die Kellerräume leer gepumpt sind, werden Sie feststellen, dass das Gebäude in seiner Substanz wirklich hervorragend erhalten ist. Dazu müssen aber erst einmal die Wände trocknen, falls sie überhaupt trocknen. Ich verspreche Ihnen, bei Ihrem nächsten Besuch wird der Keller wieder ausgezeichnet in Schuss sein. Dann erwarte ich Ihren Anruf. Danke. Ich werde mich so bald wie möglich melden. Herr von Anstetten? Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Gute Fahrt. Dankeschön. Das hast du dir ja fein ausgedacht.
Was? Du hast doch den Keller unter Wasser gesetzt. Das hast du mit Absicht getan, damit der Käufer abspringt. Warum sollte ich mir selbst schaden wollen? Um den Verkauf von Friedenau zu verhindern, würdest du doch noch ganz andere Dinge tun. Der Gutachter hat doch auf das marode Rohr hingewiesen. Hast du das vergessen? Aha, und ausgerechnet einen Tag vor der Besichtigung durch einen potenziellen Käufer platzt das Rohr. Ja, das ist ein dummer Zufall, aber sowas kann doch passieren. Ein Zufall? Für wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Das ist genauso wenig ein Zufall wie die Briefe oder das Testament. Du hast es getan. Und du hast ein Problem. Hier. Herr Stern. Na, was macht mein Schloss? Ist ein bisschen feucht. Der Keller stand unter Wasser. Vermutlich ein Rohrbruch. Aha. Und was bedeutet das? Dass wir den Preis unter Umständen erheblich drücken können. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn ich die eine oder andere Million einsparen kann. Aber wollen Sie wirklich ein Anwesen kaufen, bei dem jetzt schon der Ärger mit defekten Leitungen losgeht? Ja, ich will das Schloss. Das bisschen Wasser im Keller stört mich überhaupt nicht. Und die immensen Instandhaltungskosten? Sind Sie sich eigentlich im Klaren darüber, was das jeden Monat kostet? Wer sagt denn, dass ich es instand halten will? Sie müssen wissen, was Sie tun. Worauf Sie sich verlassen können.